Herr Abgeordneter Magister Wolfgang Gerstl als Nächster. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, Herr Kollege Stephan, ganz am Anfang habe ich geglaubt, ich kann sagen, ich bin mit vielen hier einer Meinung mit Ihnen. Nur in der Schlussfolgerung, da unterscheiden wir uns. Sie haben dargestellt, die Absicht im alten oder im neuen Strafrecht. Und da waren viele davon konfrontiert, dass man der Ansicht war, dass manche Gerichte überbordend oft die Gewerbsmäßigkeit zuerkannt haben, wo sie eigentlich nicht beabsichtigt war oder wo gar keine Gewerbsmäßigkeit vorhanden war. Jetzt glaube ich, muss man da sehr stark unterscheiden, um welche Deliktsbereiche es sich handelt. Im Bereich der organisierten Kriminalität ist der Suchtgifthandel ein Teil der Finanzierung für die organisierte Kriminalität. Und für die organisierte Kriminalität ist der Suchtgifthandel immer einer, der sozusagen auf das Erzielen von Einkommen ausgerichtet ist. In dem Bereich wird es wahrscheinlich zu mehr als 90% der Fall sein, dass jeder Drogendealer, der versucht, Drogen an andere weiterzuverkaufen, dies in der Absicht macht, daraus ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen. Und was dazugekommen ist, ist, dass wir feststellen konnten, dass diese Szene sich vermehrt in die Öffentlichkeit verlagert hat und es dort dann zu einer Austauschbarkeit gekommen ist, weil die organisierte Kriminalität wechselt Personen aus. In dem Moment, wo sie merken, dass sie einer verstärkten Strafbarkeit zugeführt werden können, werden die Personen gewechselt. Das ist jetzt der Punkt, warum wir das hier ändern, nämlich, dass wir hier einen Schlag gegen die organisierte Kriminalität setzen, dass Drogenkriminalität hier nicht mehr als Teil des öffentlichen Raumes hier zustande kommen kann. Ich glaube daher, dass das ein richtiger Weg ist und Sie werfen uns vor, dass wir keine Begutachtung gemacht haben. Ja, ich bin auch immer ein Fan von Begutachtung, aber in diesem Fall, wenn man wahrnimmt, dass die derzeitige Regelung nicht zum Ziel führt, dann kann es, glaube ich, nur eine Lösung geben, sie schnell zu reparieren. Und das ist genau der Punkt. Wir reparieren ganz schnell. Wir merken es heute schon in der Drogenszene, dass sie zurückgeht, weil sie weiß, dass hier ein neues Gesetz hier in Kraft tritt. Wir merken, dass sich die Drogenszene ändert und wir reagieren damit vollkommen richtig, Herr Kollege. Vollkommen richtig. Das ist ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität. Und Herr Kollege, ich frage mich, wenn Sie sehen, dass der öffentliche Raum von der Drogenkriminalität in Anspruch genommen wird, warum Sie hier heute nicht einer Verschärfung zustimmen, wo alle Bezirksvorsteher der betroffenen Bezirke 6, 7, 8 und 9 hier sagen, wir brauchen die Verschärfung. Wenn Sie für die Verschärfung sind, warum stimmen Sie dann heute nicht zu? Das ist nämlich die Skutzpe, die Sie dabei haben. Sie wollen eine Verschärfung, wir machen sie und Sie stimmen trotzdem dagegen. Sie sind unehrlich, Herr Kollege von der FPÖ. Sie sollten hier wirklich einmal zustimmen, wenn es notwendig ist, dass wir zum Schutz der Kinder auftreten, dass wir zum Schutz des öffentlichen Raumes auftreten und dass wir im öffentlichen Raum Drogenhandel keinen Platz mehr einräumen. Hier sollten Sie mit uns gehen. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für diese Frage, Herr Kollege Rosenkranz, weil der Herr Kollege Stephan offensichtlich nicht genau gelesen hat und weil der Herr Kollege Stephan offensichtlich nicht mit den Experten geredet hat. Es ist ganz klar, im öffentlichen Raum ist alles nun dabei, sogar das Stiegenhaus ist als öffentlicher Raum nun dabei. Es gibt keinen öffentlichen Raum mehr. Überall, wo eine öffentliche Wahrnehmung da ist, gibt es nicht mehr die Möglichkeit, Drogenhandel zu betreiben, ohne gleichzeitig die Gefahr der Verhängung der Untersuchungshaft zu haben. Das ist der essentielle Punkt in dieser Novelle, dass jeder, der in diesem öffentlichen Raum, sei es ein Stiegenhaus, sei es auf der Straße, sei es auch in einem öffentlichen Gebäude, Drogenhandel betreibt, nun sofort festgenommen werden kann
und auch der Untersuchungshaft zugeführt werden kann. Meine Damen und Herren, das ist die richtige Lösung. Und dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei den Experten des Justizministeriums, bei den Experten des Innenministeriums, die diesen Vorschlag hier gemeinsam ausgearbeitet haben, um der aktuellen Bekämpfung der Drogenkriminalität hier verstärkt Einhalt zu gebieten. Vielen Dank.